Ja, und erstaunlicherweise nähern wir uns auch jetzt tatsächlich dem Ende des ersten Tagesabschnitts, würde ich jetzt fast mal nennen, der Digital Mobility Conference heute. Und es gibt jetzt noch eine kleine Closing Keynote. Er kommt aus einem Autobundesland und dennoch findet er immer wieder klare und auch kritische Worte, wie zum Beispiel zum Dieselskandal. Und deshalb hören wir jetzt die Abschluss-Keynote vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie an der Konferenz teilnehmen, ich fühle mich geehrt und ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Da ich ja nicht dabei sein konnte, ist es ja nicht so ganz leicht reinzufinden und das richtige Wort zu der Debatte zu finden, die Sie geführt haben zu den Themen. Aber da wir ja wissen, dass Sie über die Zukunft der Mobilität gesprochen haben, vor allen Dingen auch über den Umgang mit Daten. Sie haben sich mit Datenräumen befasst und über die Vernetzung von Verkehrsträgern gesprochen. Und deswegen dachte ich, es macht Sinn, dass ich darüber spreche, was wir in Baden-Württemberg in Sachen Daten, Datennutzung und Datenbereitstellung, was wir da machen und wie wir das Problem versuchen zu lösen. Ich habe dazu ein schönes Beispiel mitgebracht. Wir nennen das Mobilitätsdatenplattform Baden-Württemberg oder abgekürzt etwas lustig Mobi Data BW. Ein innovatives Gesamtkonzept, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Wenn wir jetzt die nächste Folie bitte zeigen können. Hallo? Ja, hier sehen Sie sozusagen unser Zielbild. Vor diesem Hintergrund, vor diesen Zielen machen wir überhaupt unsere Politik. Bevor ich also zu Daten komme und über Daten spreche, etwas Grundsätzliches. Wir haben uns in Baden-Württemberg vorgenommen, den Klimaschutz in der Verkehrs- und Mobilitätspolitik ganz nach vorne zu stellen. Denn wir sind überzeugt davon, Klima lässt sich nicht schützen ohne Verkehrswende. Und der Verkehr hat in den letzten 30 Jahren in Sachen Klimaschutz kläglich versagt. In 30 Jahren ist es nicht gelungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ja, in manchen Regionen, zum Beispiel Baden-Württemberg, ist der Ausstoß sogar gestiegen. Also man ist immer mehr gefahren mit immer größeren Autos, war immer mehr unterwegs. Das muss sich ändern. Deswegen ist die Verkehrswende hin zu nachhaltiger, klimafreundlicher Mobilität notwendig. Und wir haben nicht nur ein allgemeines Ziel gesetzt, wie etwa -40% CO2-Reduktion bis 2030, sondern wir haben gesagt, und was bedeutet das verkehrspolitisch? Und pragmatisch, wie kommt man da hin? Und so sind diese Ziele entstanden. Wir wollen also erreichen, dass bis 2030 jedes dritte Auto auf der Straße, nicht jedes neue, sondern schon auf der Straße, klimaneutral unterwegs ist. Also ob elektrisch oder mit Brennstoffzelle und Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen, das ist uns wurscht. Hauptsache klimaneutral. Jede dritte Tonne soll klimaneutral fahren. Gleiches Prinzip, kann über die Schiene gehen, kann aber auch mit synthetischen Kraftstoffen oder batterieelektrisch gehen. Dann jeder zweite Weg sollte selbst aktiv gemacht werden. Also mit dem Fahrrad zu Fuß gehen, mit Roller und eben halt wirklich sozusagen selbstgemachte Mobilität. Wir glauben, dass daraus resultiert, dass man ein Drittel weniger Fahrzeuge in den Städten braucht. Manche sagen, auch die Hälfte wäre gut. Das ist natürlich ambitioniert, das ist aber eine Folge des einen. Und schließlich, ganz wichtig, der öffentliche Verkehr muss so verbessert werden, muss so ausgebaut werden, dass tatsächlich es möglich ist, dass doppelt so viele Fahrgäste in 10 Jahren den öffentlichen Verkehr nutzen. Nur wenn wir das schaffen, werden wir die -40% CO2 erreichen. Und ich sage gleich dazu, wenn einer denkt, es wäre ambitioniert, ja, es ist ambitioniert, aber drunter geht es nicht. Ich meine, die EU ist jetzt schon der Meinung, dass man mehr tun muss als -40%. Also man wird sehen, die Anstrengung könnte eher wachsen, als dass sie geringer wird. Ich würde gerne zum nächsten Bild wechseln. Das ist ein Bild aus Stuttgart, zeigt eine große Kreuzung. Man sieht jetzt allerdings von einer großen Kreuzung leider nicht so viel. Und das Hochhaus steht übrigens in Wirklichkeit gerade. Aber was wir damit zeigen wollen, das ist aus schönen Plätzen, die es einst mal waren, Charlottenplatz hieß der Platz, sind eigentlich große Verkehrskreuzungen
geworden. Also unten ist die Stadtbahn, dort kreuzen sich sogar die Stadtbahnen. Oben kreuzt sich zwei Bundesstraßen. Also ist richtig viel Verkehr. Aber warum zeigen wir das Bild? Weil sich an dieser Stelle natürlich viel Verkehr trifft und dort auch viel Daten zusammenkommen. Das ist ja schließlich ein Verkehrsknoten. Also, wenn es einen Rückstau gibt, wird es datenmäßig abgebildet, zum Beispiel bei Google, mit einem roten Strich. Unser VVS, das ist der lokale Wann kommt der Bus wirklich? Also in 7 Minuten oder in 2 Minuten, das gleiche mit der Stadtbahn. Auch die Radwege sind inzwischen digital hinterlegt. Das haben wir in den letzten Jahren zunehmend aufgenommen. Und schließlich, schon sehr lange, sind die Ampeln natürlich gesteuert. Allerdings, wenn ich das so sage, sind es jeweils unterschiedliche Systeme. Symbolisiert die Datenlage gravierend. Das ist, bitte weiter. So, das sind nette Inseln im Meer, aber sie stehen jetzt symbolisch für die Datenlage. Sozusagen für jeden Bereich gibt es eine, wenn man so will, eine Dateninsel und einen besonderen Zugang, eine besondere App und eine besondere Lizenz. Und das ist das große Problem. Also in den letzten Jahren sind viele Daten angesammelt worden und viele hüten ihre Daten wie einen Goldschatz. Und das kann man in gewisser Weise verstehen, aber es ist fatal für die Nutzer, weil es eben dann keinen richtigen Zugang gibt über völlig unterschiedliche Zugänge. So, unser Ansatz ist jetzt, wir wollen diese verschiedenen Inseln vernetzen und zusammenführen. Ich will Ihnen nochmal zeigen, wie gravierend das Problem der Aufteilung ist an 3 Beispielen und wo auch Nutzer dann merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Beispiel 1, die Kommune. Die Kommune möchte gerne möglichst den ganzen Verkehr abgebildet haben und möchte dafür qualitativ gut abgesicherte Daten haben. Und sie ist häufig genug, wenn sie kleiner ist, auf fremde Datenanbieter angewiesen und meistens auch private, muss sich darauf verlassen und das ist eigentlich zu wenig. Oder Startups wollen gerne innovative Konzepte entwickeln, brauchen dazu Daten und stellen ziemlich schnell fest, dass es viele verschiedene Inseln gibt und nicht zu allen hat man Zugang und man kann nicht richtig arbeiten. Oder Forschungsprojekte würden gerne möglichst viele Daten haben, um präzise eine Verkehrssituation zu beschreiben und Modelle zu entwickeln. Auch da sind dann oft Daten nicht zugänglich, geschützt, blockiert. Das ist ein Problem und das wollen wir überwinden, denn zu moderner Mobilität gehört eben halt die Nutzung der Daten umfassend, aber eben vernetzt. Nächstes Bild. So, wir haben also die Plattform entwickelt, MobiData BW. Das ist gewissermaßen die Basis für unsere Mobilitätsdaten. Und es gibt auch inzwischen schon ein Webportal, www.mobidata-bw.de. Sie ist tatsächlich live geschaltet seit September 2020. Was gehört da dazu? Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Software und aus Daten und aus rechtlichen Vereinbarungen. Und die waren natürlich zu holen bei den unterschiedlichen Datengebern. Betreiber dieser Datenplattform soll die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sein. Die Baden-Württembergische Nahverkehrsgesellschaft ist übrigens eine Tochter des Verkehrsministeriums, gegründet ursprünglich, um den öffentlichen Schienenverkehr zu bestellen und zu begleiten. Wir haben aus dieser Gesellschaft eine Gesellschaft gemacht, die die neuen Mobilitätsaspekte bearbeitet und uns als Ministerium unterstützt. Es wird dort ein Team gebildet von IT-Spezialisten, die mit Partnern und Innovationsmanagern zusammenarbeiten. Teilweise sind sie auch selber solche Innovationsmanager und arbeiten an diesem Projekt. Gedacht ist, dass die Fahrplandaten des öffentlichen Verkehrs, die Daten von Sharing-Fahrzeugen oder die Daten von Parkraumbewirtschaftungsunternehmen oder von Parkhäusern oder
von solchen, die Parkplätze haben. Also man sieht schon, viele verschiedene Nutzer des öffentlichen Raums für Verkehr kreieren, produzieren Datensätze und die sollen jetzt zusammengeführt werden und heruntergeladen werden können, und zwar über eine Schnittstelle mit einer einheitlichen Lizenz, und zwar kostenlos. Also wir wollen wirklich sicherstellen, dass wir eine offene Datenplattform herstellen und das allen Nutzern zur Verfügung stellen, damit sie möglichst was Gutes draus machen können. Und wir wollen natürlich umgekehrt, dass uns möglichst viele Daten zur Verfügung stellen. Und nebenbei gesagt, unsere Verträge, die wir machen, beispielsweise mit Verkehrsunternehmen, die Züge in unserem Auftrag fahren, oder Busunternehmen, da sorgen wir schon auch dafür, dass wir die Daten bekommen. Das schreiben wir in die Verträge rein und so schaffen wir sukzessive auch mehr Informationen dabei. Nächstes Bild bitte. Hier sehen Sie die Inseln und wir wollen jetzt aus diesen Inseln ein Netz machen. Also Carsharing, Bikesharing, Parkraum, ÖPNV-Daten führen wir zusammen. Übrigens liegen die Daten nicht alle auf den Servern des Betreibers der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, sondern in vielen Fällen handelt es sich um eine Weiterleitung. Jetzt müsste eigentlich so langsam das Bild, glaube ich, nachgesteuert werden, denn es ist animiert. Man muss da immer wieder draufklicken, dann geht es weiter, wenn ich das an die Regie sagen darf. Bitte weiterklicken. Ja, da kommt doch was, sehen Sie. Also, das ist die Insel für Busse, die Insel für die Parkraumbewirtschaft, dann die Scooter, die man ausleihen kann, Fahrradstation oder Sharing-Beispiele. Also immer unterschiedliche Inseln und die sollen jetzt verknüpft werden. Also, man bekommt Fahrplaninformationen, man hat zum Beispiel die Haltestellen einprogrammiert, man weiß, wann die Züge und die Busse ankommen und man hat genügend Informationen über die Parkplatznutzung, über Carsharing weiß man Bescheid und natürlich auch über die Verleihstationen. Übrigens gibt es schon 130 in der Region Stuttgart. Also an dem Beispiel kann man natürlich auch sehen, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren viele neue Mobilitätsformen Realität geworden sind. Ob das Bikesharing ist oder ob das der E-Scooter ist oder ob das Car2Go oder ShareNow, das sind ja private Anbieter, oder das klassische Teilauto auf Vereinsbasis, also die wir ja auch in Baden-Württemberg zuhauf haben. Also es gibt einfach inzwischen viele Anbieter und wir wollen das gerne zusammenführen. Kommen wir zum Thema Lizenzen. Bitte weiter. Das ist die Verknüpfung und jetzt kommt die Lizenzen. Also, wir wollen also die technische Verfügbarkeit von Daten erstmal klären. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass man die Daten wirklich auch nutzen kann. Und hier übernimmt die Mobidata BW einen Dienstleistungsauftrag, nicht aber eine Dienstleistungsfunktion und homogenisiert eben die Verwendungsrechte, sodass die nutzen, jetzt nicht extra Probleme haben, sondern dass es über uns gelöst wird. Ein Beispiel: auf der Plattform sind 3 Anbieter von Parkraumdaten, zum Beispiel Parkflächen und Bahnhöfen. So, wer diese Daten direkt beziehen will, ist mit unterschiedlichen Vertrags- und Lizenzmodellen konfrontiert. Und Mobidata führt diese Nutzungsbedingungen auf eine gemeinsam denkbar simple Lizenz zurück. Wir nennen sie Deutschland Lizenz 2.0. Und jeder darf die Daten nutzen, auch kommerziell. Das ist sozusagen die Philosophie von Bitte weiter. Halt. So, also die Mobilitätsdatenarchitektur will sagen, verknüpft also die digitalen Bausteine zu einem zusammenpassenden Gesamtkonzept. Das nennen wir dann Mobilitätsdatenarchitektur. Also aus vielen Bausteinen oder Inseln wird sozusagen eine Gesamtkonstruktion. So, jetzt kommen wir weiter, um einen wichtigen Gedanken nahezubringen. Jetzt erscheint gleich eine Bohrmaschine.
So, die hat ja in, die ist ja nicht nur bei Heimwerkern beliebt, sondern sie ist zunehmend auch beliebt in Schlüsselreden oder Keynotes auf Kongressen, wo man unter anderem erklären will, brauchst du eigentlich eine Bohrmaschine oder willst du ein Loch bohren? Nun ist es leider so, dass man Löcher nicht verkaufen kann, aber Bohrmaschinen kann man verkaufen, deswegen hat sie sich durchgesetzt. Aber eigentlich will der Kunde keine Bohrmaschine, sondern ein Loch. Und eigentlich ist es auch so im Verkehr. Man will nicht unbedingt ein Fahrzeug, sondern man will eine Mobilität oder man könnte auch sagen, bessere Mobilität. Und das ist der Ausgangspunkt unseres Denkens und dieser Mobidata-Plattform. Wir wollen damit bessere Mobilität ermöglichen. Wir denken vom Kunden her. Und weil wir eher die öffentliche Hand sind, haben wir auch keinen Renditestreben. Wir wollen nicht irgendwas verkaufen, sondern wir wollen Mobilität für alle ermöglichen, möglichst umwelt- und klimagerecht. Und das bedeutet eben, dass wir dieses Netzwerk an Daten weiter ausarbeiten müssen, sodass sie von vielen dann auch genutzt werden können. Wir haben ein Team zusammengestellt aus Innovationsmanagern, also Menschen, die sich erstens in der Technologie auskennen und zweitens ja auch kommunikativ sind, denn sie müssen mit vielen verhandeln und reden, also zum Beispiel mit Kommunen, mit Verkehrsverbünden, aber auch mit Unternehmen. Denn von denen brauchen wir ja Daten, die sie bisher für sich haben, aber halt nur für sich nutzen können. Und wenn wir wirklich Baden-Württemberg besser mobilitätsmäßig entwickeln wollen, dann brauchen wir halt die Daten im ganzen Land, fürs ganze Land. So, die nächste Ausbaustufe steht an. Wir wollen einen intermodalen Routing-Dienst entwickeln, also einen verkehrsübergreifenden Routing-Dienst, der also Angebote macht. So, ich will es mal praktisch sagen, du willst von A nach B und dann kannst du eingeben und dann kannst du noch vielleicht zusätzlich sagen, also ich möchte möglichst schnell kommen, möglichst umweltfreundlich kommen. Und dann bekommt man so eine Route und natürlich auch eine Kombination von Verkehrsmittelangeboten. Also fährst du mit deinem Fahrrad und dann mit der S-Bahn und steigst dann aus und gehst zu Fuß, brauchst es so und so lang und hast den und den ökologischen Fußabdruck, machst es ab. Was wir ändern wollen, ist, dass nicht die privaten Navigationsgeräte quasi die Autofahrenden immer in die Städte reinführen. Also in Stuttgart ist es ganz typisch, ist auf der Autobahn ein Unfall, dann mit den Navigationsgeräten durch die Wohngebiete. Kurze Zeit später sind die Wohngebiete man auf der Autobahn bliebe, ein bisschen Geduld hat, geht es weiter und es klappt. Also wir wollen die Navigation auch wirklich sozusagen verkehrsgerecht organisieren und übrigens natürlich auch menschengerecht. Also wir wollen auch vermeiden, dass der Einzelne seine Route optimiert zulasten der anderen. Das würden wir gerne abstellen. So, ich komme langsam zum Schluss. Sie sehen, wir haben ein ambitioniertes Ziel. Wir denken von den mobilitätsbedürftigen Menschen her. Wir wollen die Mobilität ermöglichen, möglichst clever, möglichst effizient und auch geschickt. Und wir wollen intelligenter Datennutzung. So, das Ganze basiert jetzt auf freiwilligen Vereinbarungen und das ist ja erst das Start. Wir wollen also in den nächsten Wochen und Monaten natürlich erreichen, dass jetzt noch mehr Sharing-Dienste, noch mehr Nahverkehrsdienstleister, noch mehr Start-ups sich einbringen und sich dann oder auch etwas davon nutzen und daraus etwas machen. Ob das jetzt die Echtzeit des öffentlichen Verkehrs ist, die ja in den Städten schon gut abgebildet, aber im ländlichen Raum noch nicht sehr gut, das muss noch entwickelt werden. Und wir wollen natürlich insgesamt die Qualität der Daten weiter gut sichern. Für die Zusammenarbeit brauchen wir viele Partner und wir hoffen auch, dass wir mit der EU die entsprechenden Regulierungen bekommen bzw. halten können, dass all dies möglich ist, dass wir auf der einen Seite zwar Datenschutz
beachten, aber nicht wegen Datenschutz uns behindern. Das hat mich schon immer geärgert, dass man aus Datenschutzgründen an vieles nicht rankommt, obwohl es so leicht ist, Daten, die man hat, so zu entpersonalisieren, dass sie eben nicht den Verfolgungszweck dienen können oder gar der Überwachung. Das ist ja gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja insgesamt das System verbessern. Vielleicht zum Schluss noch. Wir haben natürlich Interesse, dass das in Baden-Württemberg geschieht, aber wir sind ein Grenzland Richtung Schweiz, Richtung Frankreich, Richtung Österreich. Also wir haben da eine Nähe zu Nachbarn. Insofern wollen wir gerade auch diesen grenzüberschreitenden Verkehr mit angehen. Die längste Grenze haben wir mit Frankreich. Dort gibt es auch schon die ersten Gemeinsamkeiten und da wollen wir weitermachen und auch den grenzüberschreitenden Verkehr in die neue Zeit der Daten führen, der vernetzten Daten. Und zum guten Schluss, und ich bitte noch mal eins weiter. Man würde ja jetzt am Schluss sagen, tja, wir geben uns die Hand und versprechen uns, wir machen weiter. Jetzt geht es leider nur mit Ellenbogen. Aber es wird noch mal klar, wir brauchen die Kommunen. Wir brauchen sozusagen als Gesetzgeber bzw. politische Akteure des Land Baden-Württemberg, natürlich auch die Bundesregierung, den Bundestag, die Europäische Union. Und dann die Akteure im Feld, Parkraumbetreiber, Sharing-Dienstleister, Start-up-Szene, die Forschung und die Forschungsinstitute, wovon wir ziemlich viele in Baden-Württemberg haben, und dann eben die Nahverkehrsunternehmen. So, meine Damen und Herren, ich bin durch. Sie haben wahrscheinlich jetzt wahrgenommen, wir machen da einiges. Mobidata ist übrigens auch Teil eines schönen neuen Projektes, nämlich Mobilitätszentrale Baden-Württemberg, die auch gerade im Aufbau ist. Ich danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Herzlichen Dank an Sie, Herr Winfried Herrmann. Ja, da bekommt das sprichwörtliche Arbeiten mit Ellenbogen eine ganz neue Bedeutung. Aber persönlich haben Sie mich gerade wirklich mit Ihrem Bohrmaschinenvergleich abgeholt. Also ich will keine Bohrmaschine, ich will ein Loch in der Wand. Fand ich gut. Nehme ich mit nach Hause.